Willkommen zurück zu meiner neuen Folge Adnob nicht aus. Das letzte Mal waren wir sehr produktiv. Wir haben die Unterschrift von Dr. Marcel gelernt. Wir können jetzt für Dr. Marcel unterschreiben. Wir können sogar unterschreiben für den Barmann. Ich weiß, wozu ich das brauche. Nämlich damit wir den Löffel kriegen dann im Endeffekt. Ich glaube, wir haben jetzt alles in diesem Bereich getan, was wir tun können, und wir müssen jetzt wieder in den Bereich mit den Verrückten. Das bedeutet, wir müssen uns wieder schnappen lassen. Also, auf zum Schnappen. Mal schauen, was Pookie hier Oh. sagt. Hey, Oh, dir ist nicht ich glaube, da erlaubt, hier kann ich frei Pookie gar nicht rumzulaufen. nehmen. Doch, ich kann Pookie nehmen. Ja, das ist natürlich eine weitere große Gemeinheit von mir, dieser Raum. Edna kann ja, nachdem sie ihre Zelle verlassen hat, sich relativ frei in der Anstalt bewegen. Und man kann auch tatsächlich schon überall hingehen, also verhältnismäßig überall und halt schon ganz viele Sachen mitnehmen und anfangen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber ganz egal, ob man das gemacht hat oder nicht, sobald man diesen Raum betritt, wird man eingesperrt und ist erstmal wieder hinter den Gittern. Was Edna auch verhältnismäßig, also das Spiel verhältnismäßig komplex macht, dadurch, dass man halt eigentlich theoretisch die Freiheit hat, an dieser Tür vorbeizugehen und erstmal andere Sachen noch zu erledigen und andere Sachen zu sehen. Aber eben auch, also beim Programmiertechnischen ist es komplex, man hat halt irgendwie die Möglichkeit, dass Spieler halt auf direktem Wege hier durchlaufen. Das heißt, es gibt ganz viele Items, von denen ich halt gar nicht weiß, hat Ender die schon im Inventar, sobald sie den Bereich mit den Irren betritt oder hat sie die nicht im Inventar. Aber das Starke, was meiner Meinung nach diese Entscheidung verursacht, ist, dass man auch wirklich das Gefühl hat, ich hätte doch noch so viel machen können. Ich hätte doch noch vorher in diesen Gang reingehen können. Da habe ich mich doch noch gar nicht richtig umgeguckt und so weiter. Man läuft durch diese Tür und wird geschnappt und denkt so, ach verdammt, ich hätte da doch noch so viel machen können. Umso schöner ist nachher das Gefühl, wenn man das erste Mal wieder hinter die Gitter kommt und sich halt tatsächlich frei in der Anstalt umsehen kann. Dann aber auch immer mit der Angst so, okay, hinter jeder Tür könnte theoretisch wieder so eine Szene lauern. Hinter jeder Tür könnte wieder ein Wächter lauern, der einen gefangen nimmt. Das heißt, auf der einen Seite eigentlich eine sehr unbequeme Designentscheidung, auf der anderen Seite glaube ich aber doch ein ganz intensiver Moment oder die Quelle für ganz intensive Momente im Spiel. Ja. Okay. Das heißt, was sagen wir jetzt? Wir sagen, wir sind der Neue. Ich bin Ich doch der bin doch der Neue. Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Das kennen Edna. wir schon. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was Jetzt hören wir wohl? ihn noch Eine einmal. entflohene Er sagt schon Patientin? wieder, dass er keine Ahnung Wo hat. sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du Gut, das dass nicht ich dich. wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Das ist gut, dass wir nur den Neuen hier haben und nicht einen So. von den Und Erfahrenen. hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das habe ich wohl vermasselt. Nein, hast du nicht. Wir wollten da wieder rein. Als nächstes reden wir mal mit dem Alumann. Denn ich glaube, der kann uns Hey, helfen. Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Okay, nein, er kann mir noch Sprechen nicht wir über was helfen. anderes. Wir müssen zuerst den Adrian heilen Ich muss und dann langsam mal können wir erst weiter. mit ihm reden. Pass auf dein Karma auf. Aber mal schauen, was er zu dem Schlüssel sagt. Weißt du, zu welchem Raum dieser Schlüssel gehört? Wenn du wahre Freiheit erlangen willst,
musst du nach einem Schlüssel suchen, der immaterieller Natur ist. Okay. Wow. Wenn du das so sagst, bekomme ich Gänsehaut und Fischschuppen gleichzeitig. Hast du mal über eine Karriere als Synchronsprecher für Computerspiele nachgedacht? Können wir ihn unterschreiben? Ich habe gelernt, Unterschriften zu fälschen. Denkst du, dass dich all die Anstrengung letztlich befreien wird? Mhm. Du solltest dich zunächst darauf konzentrieren, in deinem Innersten frei zu werden. Mhm. Du meinst Pupsen? Ja, ich glaube, das meinte er. Will einen Stink trinken. Willst du dieses übelriechende Glas haben? Ach ja, die Cocktailkarte des Barmanns. Okay. Ein weiterer Grund, warum ich mich nur noch von kosmischer Strahlung ernähre. Was sagt er dann zu... Na, warte mal, Cocktailkarte. Comicheft und Arman. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und Captain Unbrauchbar besteht durchaus. Oh. Es gibt nicht viele Superhelden mit Bauch und Schnurrbart. Weißt du, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört? Drabbelbecher? Glaubst du? Okay, gehen wir mal zu König Adrian. Ich glaube, wir können ihn jetzt heilen. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Ja. Zuerst werden wir dich heilen, damit du nachher nicht mehr... Bist du bereit, die Zukunft vorhersagen für kannst? Eine weitere Niederlage? Nein, dieses Mal werden wir gewinnen. Mhm. Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Oder als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn soll? Das stimmt nicht, du bist als Zweiter ausgewählt worden. Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Oh. Nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? Ja, das wird eine Therapie. Therapie? Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Okay. Das ist jetzt wieder genau das gleiche. Schwarz war das Pony, blau war der Fisch, gelb war die Ratte, rot war die Katze, er muss grün gewesen sein. Grün. Ha! Weit gefehlt! Hm. Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Okay, wir müssen ihn wirklich heilen. Und wir müssen das auf diese Art und Weise machen. Nein. Wir werden dich zuerst heilen. Aber du bist nicht als Erster ausgewählt worden. Das ist eine Lüge. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen... Der spricht so langsam, das macht mich narrisch. Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Mhm. Ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Hm. Also grün war es offensichtlich nicht. Hm. Dann könnte es noch rot gewesen sein. Mokka, Oktarin, getupft, Eierschale war es nicht. Die gab's nicht. Versuchen wir es mal mit Rot. Wow. Oh? Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so verstanden.
und alles ist plötzlich viel klarer. Ja, ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Wie kann man von ein und demselben Blitz zweimal getroffen werden? Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ha, er ist geheilt. Genau. Wir haben ihn geheilt. Danke. Du hast mir sehr geholfen. So. Dann will ich es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder da. Kopf. Ah, verdammt. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Nee, warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Echt? Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Okay, dort geht man ja immer so gerne spazieren, vor allem wenn es gewittert. Ich habe vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Okay. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Gut. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Okay, das heißt, wir brauchen auch einen Stromschlag. Dann ziehen wir mal von dannen, um gewinnen zu können. Gut, der Alumann kann uns diesen Blitz besorgen, weil immerhin war er früher der Hausmeister, das hat er irgendwann mal gesagt. Aber zuerst schauen wir mal, ob wir nicht dem Barmann diesen Löffel abluchsen können, den wir auch brauchen. Hallo Bienenmann, wir haben ein paar neue Dinge, die wir dir zeigen können. Weißt du, was das hier für ein Schlüssel ist? Der Generalschlüssel ist es nicht. So viel steht fest. Der ist groß und aus Gold. Das ist schon seltsam. Hä? Ich wüsste nicht, dass es weitere verschlossene Türen mit extra Schlüsseln gibt. Außer natürlich die Tür zum Geheimraum des Doktors im zweiten Stock. Aber den Schlüssel bewahrt er bestimmt an einem sicheren Ort auf. Okay. Das heißt, ihr habt uns das richtig gesagt. Ich kann die Unterschrift von Dr. Marcel nachmachen. Für eine Zirkuskarriere wird das wohl kaum ausreichen. Aha, so etwas Albernes hatte ich natürlich auch gar nicht vor. Mist, was machen wir jetzt? Plan B. Weltherrschaft. Nicht schlecht. Braucht er die Gruppentherapie? Möchtest du diese Anmeldung zur Therapie? Sehe ich so aus, als bräuchte ich eine Therapie? Nein. Sagen wir mal so. Wenn das eine rhetorische Frage war, brauchst du als erstes einen Rhetorikkurs. Ich liebe die Gespräche mit ihm. Er ist so genial. Das haben wir schon alles gemacht. Okay, ich glaube auch nicht, dass er zum Einser was anderes sagt als zum Zweier. Ich habe ein Ticket für den Wäschelift. Bravo. Na hey. Mehr Enthusiasmus. Unglaublich. Na gut, wir gehen weiter. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns irgendwas macht. Außerdem muss ich da das Licht abdrehen. Bin ich drauf gekommen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich.
Was soll's denn sein? Einen Grog, bitte. Einen Grog, bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Okay. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Okay, wir müssen... Was soll ich schreiben? Kaffee. Okay. Barmann, ein Drink bitte. Schauen wir mal. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Kaffee. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Oh Gott. Yay, er ist im Keller. Wir nehmen den Löffel, wir nehmen den Löffel. Haha. Die stelle ich bestimmt nicht wieder zurück. Eigentlich könnte ich den Schlüssel auch vergraben, aber ich mag Schlüssel. Oh. Messer und Löffel gehören aber nicht zum selben Service. Das stimmt. Seltsam. Die Öffnung in der Schachtel ist zu klein für den Löffel. Die sparen auch an allen Ecken und Enden. Ich tag. Harvey, was sagst du zu dem Harvey Löffel? Harvey ist der eine Schatz, den ich niemals vergraben würde. Oh. Auch nicht, wenn ein geheimer Piratenfluch auf mir lasten würde? Naja, doch, dann schon. Yippie! Ich habe eine Schaufel und ich habe einen Knickstrohhalm. Yay! Super! Deiner Karriere als Anlageberaterin steht nichts mehr im Wege. Als Anlageberaterin? Yippie! Ich liebe diese Was beiden. Was genau macht eine Anlageberaterin eigentlich? Das werden wir schon noch rausfinden. Fang du erst mal an zu graben. Okay. Oh, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Upsi. Die Rede muss wohl ausfallen. Das Glas ist weg. Wir haben es zerstört. Ich bin super. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die unwahrscheinlichste Kombination gefunden. Sie hätten einen Preis verdient. Leider machen wir nur Adventure-Spiele und keine Ego-Shooter. Dabei weiß doch jeder, dass man mit Adventures kein Geld machen kann. Darum können wir uns leider auch keine Preise leisten. Sorry. Hast du etwas gehört, Harvey? Wenn du mich nicht fragst, kann ich dich auch nicht belügen. Also sprechen wir nicht mehr davon, okay? Ist ja cool. Schaufel. Mach was mit dem Neonschild. Auch bei Licht betrachtet kann ich darin keinen Löffel erkennen. Okay. Kann man eigentlich irgendetwas mit dem Kickertisch machen? Aber was machst du denn da, Edna? Ups. Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Okay. Jetzt zeigen wir nochmal dem Bienenmann diesen Löffel, weil diesen Löffel werden wir irgendwann mal loswerden. Wir müssen ihn nämlich dem Almilio geben, damit wir Lehm bekommen. Brauchst du einen Löffel? Wenn das eine Anspielung auf meine Ohren sein soll, dann verstehe ich sie nicht. Okay, zurück zum Aluman. Es ist klar, was zu tun ist. Aluman, komm, hilf uns.
schlage keine alten Männer. Oh. Es sei denn, sie kommen mir dumm. Der kommt uns aber nicht dumm. Also reden wir mit ihm. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Ja. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ja. Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Okay. Sag schon. Elektroschocktherapie. Oh. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Okay. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Ja, doch, wenn wir wollen du bereit es. Bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden, ich will die Schocktherapie. Ich will die Schocktherapie. Wir wollen hier sehr raus. Sehr tapfer Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Okay. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. So, geben wir ihm den 1er oder den 2er? Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Ich glaube, er freut sich schon darauf. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ja, natürlich. Na, dann kann es ja losgehen. Okay, auf zur Schocktherapie. Was passiert eigentlich immer mit der Schaufel, diesen Typen hier bedrohen? Er sagt hey. Was ist das? Ein Löffel? Auf dem Bahnsteig darf nicht gegessen werden. Okay, dann essen wir halt nichts. Der nächste Ausgang. So, aber hier wollen wir auch noch mal raus. Ich glaube, da müssen wir auch, glaube ich, das Licht abdrehen. Kann das sein? Weil... Kann man eigentlich hier mit diesem Ding irgendwas machen? Da müssen wir hin zur Schocktherapie. Hey, das sind doch Spiegel. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man die Spiegel auch bemalen? Oh, ist ja cool. Der ist sauber genug. Echt jetzt? Okay, Schaufel, was sagst du zu dem Schlauch? Okay, ich habe einen Plan. Du schlägst uns beiden mit der Schaufel über den Schädel, sodass wir unsere Persönlichkeiten magisch austauschen. Okay. Dann drehen wir eine 80er-Jahre-Body-Switch-Komödie. Okay. Wenn die Schlange dann wütend ihren Kabelanschluss kündigt, kannst du deinen menschlichen Charme spielen lassen, um... Warte mal, ich bin dann doch kein Mensch mehr, sondern ein Hase. Ach so, stimmt. Vergiss den Plan. Der Plan war gut. Der Plan war echt gut. Haben wir noch irgendetwas neu dazugekriegt? Hey, cool. Können wir Dr. Marcells Unterschrift auch drauf tun? Ja, es ist Platz für alles hier.
Den Schlüssel hatten wir vorher auch noch nicht. Okay, ich habe einen Plan. Wir erschießen die Schlange einfach. Du meinst, wir erschießen sie? Was? Wie denn ohne Gewehr? Oh Gott, das ist dumm. Gehen wir nochmal zu ihm. Müssen wir hier nicht das Licht aufgedreht lassen oder abgedreht lassen? Ich glaube abgedreht lassen. Aufgedreht lassen. Wie schaut das aus? Hallo Prinzessin. Du bist so gruselig. Was weißt du noch über mich? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann, vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Ob seine Knie gebrochen wurden? Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Da müssen wir, glaube ich, auch noch das Licht ausmachen. Und los geht's. Irgendwo müssen wir noch was ändern. Aber wo, weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden jetzt dann wieder aufhören, weil wir haben schon mehr als 20 Minuten gespielt. Da kommt der nächste Ausgang. Und das nächste Mal werden wir uns Elektroschocks geben. Also, bis dann. Ciao, ciao und bis bald.